Hören Sie in Vorbereitung auf die Predigt Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Als Jesus noch mit ihnen redete, kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben, aber komm doch und leg deine Hände auf sie. Dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte dem Mann zu seinem Haus. Die Jünger gingen ebenfalls mit. Unterwegs berührte eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt, von hinten heimlich ein Stück seines Gewandes. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick war die Frau gesund. Schließlich kam Jesus zum Haus des Vorstehers. Als er die Trauermusik hörte und die vielen aufgeregten Leute sah, sagte er, geht alle hinaus. Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute endlich hinausgetrieben waren, trat Jesus in das Zimmer des Mädchens und nahm die Hand des Kindes. Da stand das Mädchen auf und war gesund. Die Nachricht davon verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. Amen.